Yoshi! Hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis und seid willkommen zurück zu einem weiteren Part Yoshi's Island DS. Immer noch aus 5.1, dem, ja, Kettenhund-Albtraum? Den Kettenhund-Spielplatz? Den Kettenhund-Paradies? Ich hab keine Ahnung. Aber dieses Level ist bäh! Es ist Schmutz! Es ist igittigittigitt! Und eins kann ich euch sagen, nach diesem Level hasse ich so dermaßen Kettenhunde, das kann ich euch nur flüstern. Aber sowas von flüstern. Ihr habt ja schon gesehen, wie weit wir gekommen sind. Wir wären auch, glaube ich, fast beim nächsten Abschnitt gewesen. Aber der böse, böse Kettenhund, der hatte keinen Bock. Der hat wahrscheinlich Frohlich oder so gerochen bei mir. Keine Ahnung. Oder wollte er vielleicht was von Luzis Trockenfutter abhaben? Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber es nützt nichts, ihr Lieben. Bisher sind wir recht gut vorangekommen. Und ich habe die Hoffnung, dass nach diesem Abschnitt ein Checkpoint auf uns wartet. Das werden sie mir jedenfalls schuldig. So, mal gucken, wie sieht's aus. Wir haben immer noch so wenig Blümchen gefunden. So, fressen wir uns einmal kugelrund. Was? Als ob. Okay, das habe ich mir eigentlich etwas anders vorgestellt. Oh, oh. Alter, zieh mich doch nicht so runter! Das eins ist sicher. Eines ist sicher. Das ist scheiße. Bloß ich Baby Peach verliert nicht in der Luft! Kugelwillis. Noch ein paar Scherze. Nein, 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 tu das nicht! Okay. Das ist doch bestimmt wieder so eine miese Kettenhundfalle. 100 pro. Nicht, dass hier noch eine Red zwischenhängt. Lass dich einfach treiben. Oh. Oh mein Gott. Holy shit! Okay. Okay, alles gut. Alles rosa flauschig. Alles in Ordnung. Da kam ja schon wieder so ein Kettenhund. So. Ganz durch. Das waren normale Coins. Die kann ich ignorieren. Aber die hier nicht. Ich hätte warten sollen. Ich hätte warten sollen. Da hätte ich doch lieber mal warten sollen. Aber gut, das konnte ich jetzt natürlich auch nicht ahnen. So. Obwohl, ja doch, ich hätte es schon ahnen können, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich glaube ja immer noch an den guten Willen der Entwickler. In Klammern, denkste. So. Und sagen, kannst du bitte woanders rumnerven? Danke. Sein. Das war gerade sehr gefährlich, den Gegner in der Luft zu verschlucken. So, guck erstmal, was unter dir ist. Du wirst gefressen. Jetzt schwören können, dass er auf der anderen Seite einschlägt. So, ganz ruhig. Volle Concentration. Ja, also nicht wundern, wenn ich dann auch mal ein bisschen ruhiger bin. Das ist dann halt einfach nur sicher zu gehen, dass mir hier nichts auf den Kopf fällt. Okay, hier ist keine weitere Red. Dafür aber hier.
So, und jetzt geht wieder das Wartespiel los. Ich glaube, ich sollte mich wirklich langsam rüberhangeln. Du kommst mit. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe dich schon fallen sehen. Am Arsch, Freundchen. Das ist eine Falle. Dieses Mal falle ich da nicht drauf rein. So, du kannst mich mal, du Scheißding. So. Bitte sag mir, dass hier ein Checkpoint ist. Bitte sag mir, ja. Nein. Okay, Babystation. Checkpoint, okay, den lösen wir mal ein. Oh nein, ich hab's befürchtet. Dass wir hierfür ganz klar Mario brauchen, ist klar. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl, Leute. Und mein Gefühl hat gar nicht mal so getäuscht. Okay, das könnte jetzt lustig werden. Also sie haben hier in diesem Level wirklich alles verbaut, was mit Kettenhunden zu tun hat. Pfui, Deibel! Lauf. Keine. Ich muss natürlich jetzt auch noch herausfinden. Oh, nein, das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Okay, aber das heißt aber auch, dass das hier nicht mehr allzu lange dauern kann. Wir haben 30 Sternpunkte, also ich darf auf keinen Fall jetzt einen Treffer mehr erleiden, weil das war jetzt die letzte Chance, Sternpunkte zu generieren. So, hier waren keine. Hier war nur die... Ich muss den Winkelschuss anders setzen. Sonst kann ich die Münze nicht erwischen. Ich meine, am besten wäre es ja sonst, die Münze einfach später zu holen. Aber ich möchte das Level nicht nochmal machen müssen. Nicht freiwillig, ich habe sonst ein Trauma fürs Leben. Oh nein! Du bist ein arschiges Mistvieh. Erstick da dran. Hoffentlich kriegst du Magenprobleme. Und dann schicke ich dich zu Sunny. Genau. Dann darf Sunny nämlich Kettenhundkotze wegwischen und so. Liebe Grüße gehen raus an Sunny Solero. Weil sie mag Kettenhunde, was ich nie verstehen werde. Ist da gerade ein Kettenhund noch runtergekommen? Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? Habt ihr mich nicht schon genug verarscht? Nintendo? Nein. Das war eine scheiß Idee. Uff, okay. Wir haben jetzt 14 Münzen. Das heißt, hier sind 6 Stück und 2 Blümchen müssen hier noch sein. Wollte gerade sagen, Drake, mach keine Scheiße. Mit Donkey Kong kommst du da sowieso nicht rüber. Hier brauchst du Mario. Das Problem ist, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir werden jetzt mal ein paar Sachen erkunden. Ich lasse jetzt erstmal bewusst ein paar Sachen aus. Sterben gehen kann ich danach immer noch. Ich will jetzt was wissen. So, das war die erste Red. Die nächste habe ich dort gefunden. Es ist schön, wenn der Sprung nicht funktioniert. Jedes Mal erst zurückgehen muss. Ich hätte mir vielleicht doch erst das Baby mitnehmen sollen. Aber gut, woher soll ich auch wissen, wen ich jetzt brauche? So, also, du bist eine Münze. Dieser Moment, wenn man nichts sieht. Aber vielleicht kann ich ja dagegen wirken.
Weil ich würde nämlich ganz gern den Himmel dazu sehen. Ich wollte doch nur... Oh Gott, da... Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Okay, das heißt also, ich muss unten an die Blume rankommen und die Münze erwischen. Ach du Kacke. Nintendo, warum macht ihr das mit mir? Was habe ich euch getan? Ich meine, gut, über Kettenhunde gemeckert, aber das ist ein verdientes Meckern. Alter, wie soll man das denn schaffen? Schon gerade, wenn diese Fressmaschine hinterherkommt. What the hell? Das ist doch pure Verarschung hier. Ja, super, okay. Scheiß auf die Münze. Die Babymünze kann mir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Oh Gott, das heißt, ich muss den Schuss schon abgeben, bevor... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der Part könnte jetzt knifflig werden, ihr Lieben. Da könnten wir noch eine kleine Weile dran sitzen, weil... Es könnte sein, dass ich hier alles jetzt finde. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Ich muss diesen Bereich hier auf jeden Fall ordentlich erkunden. Okay, es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Hätte ja sein können, dass ich hätte ein bisschen tricksen können. Aber gut, der Kettenhund, der hat keinen Bock zu tricksen. Wahrscheinlich sind auch deswegen auch die Eier hier. Und wenn man so scheiße schießt wie ich, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass es nicht klappt. So, jetzt aber. Das Problem ist, Donkey Kongs Schusskraft wäre jetzt genau das, was ich gebrauchen könnte. Aber Mario ist der Einzige, der schnell genug rennen kann. Ey, das ist so kacke, ne? Also hier haben sie sich ja wirklich ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen selbst übertroffen, aber... Ich meine, es ist ein geiles Level, muss ich sagen. Aber das auf 100% zu lösen... Nein! Oh, ich hätte früher schießen müssen. Ich hätte früher schießen müssen. Das Problem ist, wenn ich den Eierschuss mache, kann ich glaube... Obwohl, das kann ich eigentlich mal ausprobieren. Wir gehen jetzt mal zurück. Nee, das... okay, das funktioniert nicht. Okay, das ist natürlich scheiße. Ich kann nicht im Eierschuss-Modus rennen. Ja gut, das ging jetzt eh schief. Das ist ja ätzend. Ich kann im Eierschussmodus nicht rennen. Okay. Okay, das ist jetzt natürlich a little bit scheiße. Lauf. Und notfalls verzichte ich auf die Babymünze erstmal. Ich verzichte auf die Babymünze. Ich hole sie mir später. Die Münze sind mir die ganzen Leben jetzt gerade echt nicht wert. Und vor allem ist das Level auch gleich viel entspannter für mich. Nein, 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 du rennst nicht mit Donkey Kong dahin. Sei nicht so größenwahnsinnig. Nein! Scheiße, ich hab mir den Weg selbst erschossen! Oh, das tut so weh! Oh, Gott, wie sehr möchten Sie meinen Blutdruck in Wallung bringen? Nintendo? Ja! So eine Scheiße, wer hat sich so einen Rotz nur ausgedacht? Es ist doch zum Kotzen. Egal. Nein, da war eine Red... Drake, du hast eine Redcoin vergessen. Abflug! Ohne die Redcoin gehe ich nirgendwo hin. Ich werde nicht zweimal dieses Level auf 100% spielen. Und wenn ich sämtliche Level hier Leben verballern muss, das ist mir so egal.
Nee. Ein zweites Mal auf 100% werde ich die Scheiße nicht machen. Nix da. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Dieser Moment, wenn Yoshi zu blöd ist zu springen. Ey, ich habe jetzt fast den ganzen Part nur damit verbracht. Oh mein Gott. Also eins ist sicher, ich werde notfalls einen Cut setzen. Na, das ist klar. Na, ich möchte im nächsten Part ein neues Level starten, also werden wir hier sonst notfalls einen Cut setzen. Noch gönne ich euch den Spaß, aber wie gesagt, zum Schluss ist dann auch irgendwann mal Schluss mit lustig. Und wahrscheinlich hat er sie jetzt nicht gekriegt. Ja, hat er nicht. Ich habe zumindest es nicht aufklingen hören. Also hier braucht man wirklich eine gute Taktik, Leute. So, das wird jetzt mein letzter Versuch sein. Wenn der nicht klappt, setzen wir einen Cut, Leute. Nur, dass ihr dann schon mal vorgewarnt seid. Alles klar. Großartig. Wirklich großartig. Also ihr Lieben, wie angekündigt, wir setzen an dieser Stelle einen Cut. Bis gleich. Konzentrationsmodus und let's go. Holla die Waldfee, das war knapp. Mein Herz. Blümchen? Oh nein. Nein, mir fehlt eine Coin. Obwohl, wartet mal, es ist noch nicht das Ende. So, drehen wir mal den Bildschirm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da oben ist die verschissene Coin. Ich glaub's nicht. 100%. Ich mach das Level alle fertig. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß-Level. Ehrlich. Ihr wollt jetzt nicht wissen, wie viele Leben ich dafür verballert habe, ihr Lieben. Das wollt ihr nicht wissen. Das wollt ihr wirklich nicht wissen. Ihr werdet es gleich im Menü sehen. Aber egal, das Level ist zu 100% fertig. Und ihr seht, ich hatte über 120 Leben gehabt und die haben sich mal eben halbiert. Aber natürlich werden wir uns jetzt noch die Münze holen. So, ihr Lieben, die Babymünze wird uns auch noch gehören. Dementsprechend machen wir diesen Abschnitt hier gerade nochmal. Aber diesmal geht es wirklich nur rein um die Babymünze, dass wir die noch sicher ins Ziel bringen. Oder es zumindest versuchen, vorausgesetzt, diese wandelnde Fressmaschine hat da nicht noch ein Wörtchen mitzureden. Und zum Glück muss ich nichts mehr sammeln. Du kannst mich mal. So, Ziel. Uff, das war anstrengend. Das war wirklich anstrengend, Leute. Aber egal, die Münze ist safe. Zum Glück sind die 100% ja schon erledigt. Das war doch mal ein Abenteuer, wa? Aber ihr Lieben, wenn ihr glaubt, der Schrecken ist vorbei, irrt ihr euch. Denn im nächsten Part geht es natürlich in 5-2 weiter. Also, lasst ein Däumchen hoch da. Abo wäre auch ganz schön, denn dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch wieder dabei. Bis dato. Ciao, ciao. Euer Drake. Yoshi!